Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet. Wir schauen uns mal an, was in den frühen Stunden passiert ist. Gestern Abend haben wir gesehen, dass der Markt die News, die NFP-News noch verdaut hat. Wir haben hier vom Höchststand $51.200 die kleine, also ich will nicht von der Korrektur sprechen, aber der Markt ist wieder ein bisschen zurückgekommen Richtung $50.200 circa, vielleicht 50.000 glatt ungefähr in dem Bereich. Da hat die Tageskerze geschlossen. Es ist natürlich auch immer spannend, welcher Broker es ist, weil eben natürlich unterschiedliche Serverzeiten zu unterschiedlichen Kerzen führen können. Das heißt, falls du dich wunderst, bei mir sieht der Chart ein bisschen anders aus, kann da sein, dass die Zählung der 4-Stunden-Kerzen einfach etwas anders ist, zum Beispiel um eine Stunde oder um zwei Stunden verschoben ist. Ist nicht immer oder nicht häufig der Fall, aber wenn, kann das eine Ursache sein. Das können wir auf Tagesbasis sehen. Wir haben eine kleine Hammerkerze gebildet, im Prinzip noch nichts Wildes. Aber was wir erkennen, ist, dass der Markt langsamer wird. Und wir erkennen, dass der Markt nicht mehr stark diesen Aufwärtsimpuls hat. Das Volumen hier ist zwar etwas gestiegen, das heißt, hier unten war ein Support und das ist entsprechend auch ein Bereich, den wir uns immer und immer mal wieder anschauen sollten. Und wir haben echte Liquidität auf diesem Level hier gefunden. Der Markt hat von einem Tiefpunkt ein Trigger-Level, beziehungsweise in diesem Fall hier ein Konter-Level gebildet und ist von dort wieder nach unten gescheppert, bevor er dann hier den Retest gemacht hat. Das heißt, dieses Level müssen wir jetzt fast erstmal als abgearbeitet sehen. Die einzige Möglichkeit, dass dieses horizontale Level überhaupt noch interessant sein könnte, wäre in dem Fakt, dass wir erkennen, pass auf, hier könnte potenziell wieder der EMA 20 auf Tagesbasis korrelieren mit dieser Zone und dann könnte potenziell auch mit hier so einer dynamischen Unterstützung der Bereich nochmal spannend werden, aber an sich ist dieser Preis hier um die $48.300 nicht mehr spannend. Diese grafischen Level, warum wir uns auf grafische Level berufen können, bedeutet nichts anderes als, es hat Reaktion stattgefunden und was wir zum Beispiel mit einem Konterlevel auf Tagesbasis finden, sehen wir auf kleineren Zeiteinheiten als Support, Resistance und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Levels, wenn die Frage aufkommt, zum Beispiel, warum ist dieses Konterlevel interessant, aber das sehen doch andere nicht. Zum Beispiel, du hast ja wahrscheinlich festgestellt, dass wir in der Wall Street Story anderes Wissen anwenden, andere Informationen anwenden. Was du wahrscheinlich nirgendwo anders bekommst. So, das liegt zum einen daran, dass wir hier einen professionellen Background, professionelle Infos mit reinbringen. Auf der anderen Seite liegt das daran, wir haben halt entsprechende Ansätze, die zum Beispiel Informationen mit einbeziehen. Und das erkennen wir an diesen Konterleveln, die letztendlich auf anderen Zeiteinheiten, ja, Support und Resistance darstellen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so entstehen für uns letztendlich Konterlevel, Triggerlevel und so weiter und so fort. Also nur für dich, falls du dich fragst, sehr gut, ich habe die Info, aber kann ich jetzt nicht super viel mit anfangen. Das kommt daher. Dann sehen wir jetzt hier, dass der Markt die letzten Tage natürlich nochmal einen sogenannten Bump geliefert hat. Der ist von dieser dynamischen Unterstützung nochmal steiler nach oben gescheppert und kommt jetzt hier an einen sehr, 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 sehr interessanten Bereich. Ich habe mir mal erlaubt, diese dynamische Widerstandslinie einzuziehen und wir sehen, ja, das ist eine Rising Wedge. Wir wissen aber auch, dass Rising Wedges nicht unbedingt immer ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, erinnere dich gerne an dieses Beispiel, da war die Rising Wedge noch bilderbuchhafter, noch steiler so gesehen, wenn wir es sogar so machen. Und die Rising Wedge hat nicht dazu geführt, dass der Markt sonderlich nach unten gebrochen ist. Und das ist immer das, wovor ich warne, dieses Bilderbuch-Trading, das, was du so leicht auf Instagram, so leicht auf YouTube findest, das ist nicht das Wissen, was dich voranbringt. Weil häufig entstehen dazu Konterbewegungen, die erstmal die ganze, ich sag mal, die ganzen Trader aus dem Markt rausschütteln. Es gibt so einen coolen Spruch, der Markt macht zu 80% das, um den meisten Tradern zu schaden und um 20% das, was er eigentlich machen soll. Und das unterstütze ich und nicht, weil ich super toll bin oder weil ich der beste Trader der Welt bin, sondern einfach, weil ich diese Erfahrung im mittlerweile 12. Börsenjahr getan habe oder gemacht habe, gesammelt habe. Heißt also, wir haben hier oben eine Spitze gebildet und ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal etwas höher gehen, über diese 51.500 greifen. Das ist dieser Widerstandsbereich, den wir ja schon seit mittlerweile einigen Wochen angesehen haben. Ja, diese Schatten nach oben, sorry, Dochte. Diese Dochte nach oben, die haben wir relativ früh erkannt und gesagt, da muss irgendwie Interesse sein. Weil sonst würde der Markt nicht aus einer sehr, sehr starken Abwärtsbewegung in diesem Bereich hier kurz verharren, in beide Richtungen gehandelt werden, bevor es dann nach unten geht. Wir sehen auch hier, dass in diesen Kerzen das Volumen kurzzeitig einen Peak bekommen hat. Das heißt also, da wurde versucht, einen Boden zu finden, ist aber nicht. Und das heißt, da wurden dicke Positionen liquidiert und potenziell Short-Positionen haben zu diesem Zeitpunkt deutliches Verkaufsinteresse gewonnen durch das, ich sag mal, durch den Überverkauf, sodass wir hier davon ausgehen, dass diese Positionen geschützt werden wollen. Entsprechend bin ich ziemlich davon überzeugt,
dass hier in diesem Preisbereich es schwierig wird für Bitcoin und vor allem dann halt auch in dem Preisbereich, der sich hier drüber liefert. Ja, hier haben wir eine schöne dynamische Widerstandslinie, die wird irgendwo ins neue Hoch zeigen, aber das ist auch wieder sehr, sehr künstlerisch. Also potenziell hier an diesen statischen Leveln kann es sehr, sehr spannend werden. Ich nehme mir mal einen Bereich, den ziehe ich jetzt. Wir sehen, das ist knapp über diesen Hochs hier. Da kommen einige Dochte, also Schatten nach unten. Und da haben wir ein sehr, sehr großes Potenzial, dass Bitcoin uns da auch nach unten reagiert. Weil wie gesagt, die Zeichen für eine Korrektur sind immer noch sehr, sehr stark. Ja, wir sehen jetzt auch hier, dass wir potenziell den Retest bekommen haben. Also entsprechend müssen wir damit kalkulieren. Jetzt noch zu sagen, ich kaufe rein. Klar, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ein paar Short-Versuche vorgenommen. Es waren nicht viele, ich glaube, es waren zwei. Die sind, der eine ist, meine ich, mit kleinem Profit und Rest Break-Even raus. Gestern einen Verlust-Trade mitgenommen im Stop-Loss. Klar ist das nicht cool. Und klar kannst du dir im Nachhinein denken, so, ja, wäre ich mal lieber long gegangen. Ja, antizyklisches Handeln und so weiter und so fort. Das Ding ist, die Short-Seite überwiegt der Long-Seite gerade vollkommen. Die Chancen sind deutlich größer. Entsprechend gehen wir nicht mit dem, was passiert 10-mal von 100-mal, sondern was passiert 90-mal von 100-mal. Und wenn wir mit dieser Finesse quasi an den Markt gehen, unsere Positionen managen, unser Risiko auch vernünftig in der Hand haben, dann ist das hier definitiv ein Shortplay. Und da bin ich extrem überzeugt. Ja? Wenn du anderer Meinung bist, ist das natürlich auch vollkommen legitim, wenn du das Ganze vernünftig untermauern kannst. Aber wir sehen halt hier, das Volumen geht langsam raus. Hier kommt keine frische Liquidität mehr in den Markt. Der MACD will sich jetzt langsam kreuzen, die Kerze ist aber noch relativ klein. Jetzt gucken wir mal in den RSI. Nach wie vor, das sind keine Indikatoren, die Signale geben, sondern die einfach das allgemeine Stimmungsbild hier auch zeigen. Der RSI weiterhin mit extrem starker Divergenz. Ja, jetzt nehmen wir uns einmal noch die ATR dazu, um einfach zu gucken, wie es mit dem Trend aussieht. Ansteigender ATR bedeutet in der Regel Trendinitiation. Wir sehen hier, die ATR flacht langsam ab. Sie flacht immer mehr ab mit der Bewegung hier des Bitcoin. Das heißt also, die Zeichen stehen auf Korrektur. Und wenn ich den einen Shot machen müsste, wenn ich den einen Trade machen müsste, dann würde ich hier oben in dem Bereich irgendwo Short gehen, Richtung 51.000, 52.000 Dollar. Würde mir ein bisschen Puffer lassen, weil auch hier können natürlich die Shots drüber kommen, die Overshoots, die Stop-Hand so gesehen, bis der Markt korrigiert und hier nochmal richtig auf die 42.000 kommt. Ja, das wäre so meine Einschätzung. Die muss nicht richtig sein, ganz klar. Aber ich versuche halt hier logisch und konsequent zu diesen Punkten zu kommen und Trading-Ideen zu generieren. Manche sind Mist, manche funktionieren sehr gut. Wichtig ist, das Konzept, das System zu haben, um damit einen statischen, statistischen Vorteil zu erlangen. Das ist das Wichtige, was wir an den Märkten brauchen. Nicht dieser eine Trade, der gut funktioniert. Wir brauchen diese Vielzahl an Trades, die immer in der Chance das Risiko überwiegen. Auf 4 Stunden sehen wir auch hier, wir haben hier ebenfalls eine Art Rising Wedge, die spitzt sich gerade extrem zu. Und auch da haben wir natürlich die Möglichkeit, der Markt bricht nach unten aus und kommt mit der Welle hier nochmal der gleichen Durchschnitte nochmal sauber nach oben. Oder die andere Möglichkeit ist, dass wir erstmal noch das höhere Hoch machen, in diesen besagten 51.000 bis 52.000 Bereich kommen und dann nach unten schießen. Ich rate davon ab, ich persönlich, Bitcoin jetzt zu kaufen oder Bitcoin Long Setup zu nehmen. Ich rate davon ab. Und das bedeutet auch gleichbedeutend, dass zum Beispiel Altcoins haben gerade eine starke Phase. Viele haben eine starke Phase, sowas wie Solana und so weiter und so fort, Phantom. Aber wenn es eben mit Bitcoin recht schnell nach unten gehen kann, kann es mit allen Coins wieder relativ schnell nach unten gehen. Deswegen kann ich nur hier sagen, macht eure eigene Recherche, schaut euch Chance gegen Risiko an und überlegt euch quasi, wie ihr das Ganze managen wollt. Wenn ihr sagt, pass auf, der Bitcoin-Markt, der bricht vielleicht nach unten, dann müsst ihr halt einfach schauen, welche Altcoins haben diesen Markt bereits schon ausperformt, welche sind also so ein bisschen vielleicht außen vor und weil bei welchen ist die Möglichkeit, dass ich dann trotzdem zum Beispiel noch long gehen kann. Ich bin dann eher so, dass ich die Marktkorrelationen nutze und sage, wenn das eine Ding short geht, ist die Wahrscheinlichkeit bei den anderen extrem hoch, weil Bitcoin hat halt eben nochmal die größte Marktdominanz und wenn wir von dieser Gesamtliquidität der Märkte ausgehen, sehen wir, dass das Ganze da auch wirklich zu tragen kommt. Dann riskieren wir noch einen letzten Blick hier auf Bitcoinity, schauen uns ganz kurz nochmal das
Orderbuch an. Hier sind einige Order über 52.400. Wir haben aber gesehen, dass sich das sehr, sehr schnell ändert. Also potenziell ist die Möglichkeit, dass wir heute nochmal hier ein bisschen nach oben gehen, recht groß. Aber das sind Sell-Limit-Order. Das sind Sell-Limit-Order, die potenziell, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ja, wir haben hier den Preisbereich. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend, das mal zu betrachten. Wir haben den Preisbereich hier. Und wir sehen, dass wir hier sehr, sehr viele Order haben. Ja, wir sehen, dass hier, es fängt an, wo wird es größer? 2,4 hier oben. Das heißt bei 55.000. Und bei 55.000 werden potenziell die Projektionen liegen der Short Order, beziehungsweise die Projektionen der Long Order, die halt da oben ihr Take Profit haben. Lass das ein Fibonacci Extension Level sein. Lass das ein Level sein, was der Markt vorher vielleicht auf Tages- oder Wochenbasis irgendwo mal besonders gehandelt hat. Ja, da liegt jetzt potenziell viel Liquidität. Wir sehen aber, dass die Schatten nach unten deutlich, deutlich, deutlich größer sind. Deutlich weiter nach unten fügen. Das heißt also, potenziell sind das Take-Profits, potenziell sind das Stop-Loss. Wissen wir nicht, die potenziell geholt werden können. Wahrscheinlich meine Tendenz eher nicht. Meine Tendenz ist, dass die eher nicht geholt werden. Aber wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen kommenden Updates mit dir. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen richtig geilen Start in dein Wochenende und bis bald.